Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute soll es mal um das Thema Schimmel bei Ameisen gehen. Viele Leute haben dann da direkt Panik, oh mein Gott, das Reagenzglas ist schimmelig, soll man da jetzt was machen? Einfache Antwort, nein. Sollten jetzt die Tiere auf einmal in Massen versterben, sollte man vielleicht ein neues Reagenzglas anbieten. Aber generell ist denen das vollkommen egal. Die entwickeln sich gleich mit oder ohne Schimmel. Und das macht überhaupt gar nichts zur Sache. Seid da mal nicht besorgt. Auch in Nestern zum Beispiel, wenn es anfangen sollte zu schimmeln, das ist auch egal. Solange die sich wohlfühlen und da drin bleiben, dann geht es denen da gut. Ihr braucht da auch wirklich nichts zu machen. Generell ist es auch nicht schlimm, wenn irgendwie ein Nest schimmelt. Wenn das wirklich schädlich für die Ameisen ist, dann gehen die von alleine schon da raus, weil denen das dann nicht mehr gefällt. Aber meistens ist es auch so, dass wenn, das hört sich jetzt komisch an, aber mit mehr Schimmel ist halt auch irgendwie natürlicher, weil die meisten Ameisen leben halt auch irgendwie unter Rinde, in Erde und da gibt es halt eben auch Schimmel und alles Mögliche. Das ist halt völlig normal, macht euch da keine Sorgen. So, heute sogar mal mit einer Kettensäge im Hintergrund, Geräusch, ich freue mich. Also auf jeden Fall kann man das aber auch ganz gut verhindern. Und zwar, wenn man jetzt hier so ein Holznest hat für eine Camponotus, dann kann man das hier einfach natürlich über so ein Loch, und das ist halt so ein Wassertank, halt bewässern. Man sollte aber darauf achten, dass es halt auch eine Möglichkeit gibt, für die Feuchtigkeit rauszukommen. Das heißt, es nicht unbedingt ein Nest nehmen, wo halt alles mit Plexiglas an den Seiten noch zugemacht ist, sodass halt eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit in Eis entsteht, weil das begünstigt natürlich Schimmel. Und wenn man halt keinen Schimmel haben will, dann sollte man es halt unbedingt vermeiden, dass die Nester halt auch noch eine Möglichkeit haben, belüftet zu werden. Das ist dann ganz wichtig. Eine Möglichkeit, um Schimmel auch ganz gut zu bekämpfen, ist halt, also vorzubeugen, also wenn man halt so, ich sag mal, Hybridnest nimmt, wo man halt um dem Korken des Holznests nochmal Gips ist, weil das dann auch die Feuchtigkeit gut rauszieht und die Ameisen eben nicht ausbrechen können. Weil normale Holznester können die natürlich hier durch irgendwie ritzen oder hier einfach zwischen den Kork, den Platten, wenn man die halt aufeinander klebt, einfach halt rauskommen. Und deswegen bietet sich das auch an, halt das zu also entweder mit Gips zu bestreichen oder halt einmal einzugießen. Kann man einfach hier irgendwie eine Form nehmen, hier das Korknest reinlegen und das halt mit Gips auffüllen. So natürlich auch, dass da halt kein Gips vor die Scheibe kommt, weil dann kann man ja nicht mehr einen Einblick haben. Da muss man quasi nur noch hier eine Bohrung einfügen, um das Wasser halt so hier reinlaufen zu lassen, damit sich das da besser speichert. Dann zieht sich das halt ins Nest rein und wenn dann zu viel Feuchtigkeit da ist, zieht sich das halt auch raus. Das ist halt das Problem bei den ganz geschlossenen Nestern. Da kann die Feuchtigkeit halt nicht mehr raus und das ist dann halt nicht so gut für die Tiere. Das heißt aber nicht, dass Schimmelbildung an sich irgendwie giftig ist oder so. Es ist halt nur, dass Feuchtigkeit generell den Tieren schadet und wenn er halt also zu viel Feuchtigkeit schaden kann und wenn er dann halt Schimmel sieht, ist das halt auch ein Indiz, dass vielleicht ein bisschen zu viel Feuchtigkeit drin ist. Das heißt, in den meisten Fällen ist halt nicht der Schimmel, sondern die zu hohe Feuchtigkeit tödlich, wenn das überhaupt tödlich ist. Aber meistens kommt es halt meistens nicht an Schimmel oder zu hohen Feuchtigkeit, dass irgendwie eine Kolonie verstirbt. Bei Erdnestern ist es so, hier jetzt bei meiner Messer Barbarus, dass sich das halt mit der Zeit auch wieder von alleine regelt. Die hatten halt am Anfang auch mal Schimmel da drin, aber der geht auch von alleine wieder weg, wenn das wieder was trockener wird. Und man müsste natürlich auch aufpassen, dass es nicht zu trocken wird, das Nest. Da muss man natürlich auch aufpassen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt gerne eine Bewertung da. Falls ihr eine negative gibt, dann bitte mit Verbesserungsvorschlägen, konstruktive Kritik bitte. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Ameisenhaltung. Bei Fragen natürlich immer in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!